Puh, was ein Päuschen. Ich gehe erholt. Was? Ja, was ein Päuschen der letzten Folge, meine ich. Jetzt, du bist jetzt auch ganz woanders gerade, ne? Ja, ich habe schnell noch das Holz weggemacht, mit dem ich mich gerade eingebuddelt habe, aber ja, bin ich. Wieso hast du dich denn eingebuddelt? Achso, wegen Monstern, falls die angreifen. Ja, genau, als wir keine Pause gemacht haben. Ah, ich stand auf einer verkehrsberuhigten Insel hier gerade, quasi. Ach, mhm. Boah, Alter, ich muss echt aufpassen, dass ich mit diesem Schwert hier nicht irgendwie aus Versehen noch ganz andere Sachen wegsäble. Zum Beispiel? Körperteile, primäre Geschmächtsmerkmale. Klingt irgendwie ekelhaft. Es kommt von schmächtig. So. Da war ich ja auch schon. Ich war hier schon überall. Oh, Kohle. Au. Was denn? Ich hab gegen so ein scheiß Ding gehüpft da, gegen diese Dinger, die da aus der Wand kommen. Da. Pass ich mal auf wie ein Luchs. Alter, oh, puh. Schwein gehabt. Oh, noch eine Kiste. 12 Schaden, die Waffe, aber nicht so geil wie die andere. Okay, Crappy Axe heißt die. Na, die lass ich mal stehen. Es sei denn, hab du ich willst... keine Bandagen mehr? Oh. Das sind ja nicht so viele Bandagen. Oh doch, 4 habe ich noch. Hey. Ich habe aber auch nur noch 10. Ach so. Ah ja. Ist auch nicht mehr so viel. Nee. So. Mann, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Wieso brauchst du wieder... Warst du wieder bei den Muppets Geld verdienen oder was? Ja, das Pickel. Oh, Alter, wie geil. Oh, cool, was ich hier gefunden habe. Was denn? Das werde ich dir nachher verraten. Oh, ich hätte so gerne so eine Funktion, dass ich mich zu dir beamen kann, einfach so und alles weggraben könnte. Ich weiß, Tobi, ich weiß. Oh nein, der Gronkh hat was gefunden. Das ist meins eigentlich. Ja, das gehört, alles gehört mir. Ja, ich weiß. Alles meins. Du bist, ich glaube, du bist so eine Weltraumputze in Wahrheit. So ein Putzroboter. Das ist alles meins. Wir brauchen mehr Zitrusreiniger. Nein. Gehen Sie jetzt bitte nach Hause. Nein. Jetzt die Folge, wo Consuela bei denen zu Hause putzt, bei den Griffins? Weiß ich gar nicht. Wo sie die als Haushälterin angestellt haben? Ja, da will die doch auch gar nicht mehr gehen. Ja, genau. Und da, wo sie dann die Lampe ins Klo bringt, während Peter auf dem Pott hockt? Ja. Aus diesem Müll. Boah, das war knapp. Oh, Na? Was? Na? Boah! Oh. Der greift mich ja gar nicht an. Das Mist. Ist gut. Was heißt denn da Mist, bitte? Ich sammle die doch fürs Team. Ah, Alter! Oh! Wieso greift der mich an? Ich lache jetzt nicht deswegen. Nein, überhaupt nicht. Tobi, darf ich dir mal kurz was demonstrieren? Ja. So macht man das, wo ich herkomme. Du, ich hab direkt was für dich. Bleib mal stehen. Nein! Bist du bekloppt? Bist du wahnsinnig? Boah, da unten. Ich muss da unten warte, hin. Warte. Du gehst noch nicht da unten hin. Du nimmst vorher noch dieses hier mit. Warte. Ist das hier eine gute Idee, dass hier... Hier, nimm es. Boah, ist das denn? Alter. Wie geil. So, ich war mal bei Beate Use. Ich merk schon. Oh, Harden Monster Plate. Und New Blueprint. Aus wie dieser Dildo aus Saints Row, nur halt in Rot. Alter. Thea! Die Thea wäre Feuer... Ach, egal. Oh. Was ist denn das hier für ein Wasser? Hm? Also so dieses Teerwasser. Das ist quasi rudimentär. Wie der Witz gerade. So, wieso sammle ich hier eigentlich Rohstoffe immer noch ein? Oh, noch mehr Diamanten. Moment, erste Diamanten. Kriegst du gleich einen Infarkt oder was? Ja. Hörschel muss wieder auf die Station. Eigentlich gemein, die Herzfilter ausgetauscht werden. Eigentlich sind die ganzen Hörschelwitze jetzt schon ziemlich gemein, ne? Warum denn? Weil ich will das jetzt nicht spoilern, aber das ist schon und so. Ne? Also ich weiß ja nicht, wovon du redest. Du müsstest mir das ja eigentlich schon erklären, warum das, die Hörschelwitze so gemein sind. Ja, das würde ich gerne machen, aber für Leute, die Walking Dead noch sehen wollen.
Also wer Walking Dead jetzt noch nicht gesehen hat, der braucht es auch gar nicht mehr anfangen. Da, natürlich. Ich hab das auch. Ich war auch Nachzügler und habe dann wirklich die ganze Serie durchgesuchtet einfach. Ja, das erklärt einiges. Wieso? Dass ich so cool gebildet bin, meinst du? Ach so, ja, du hast ja keine Zeit für sowas normal. Natürlich, natürlich. Weil sonst beschäftige ich mich... Oh, Alter! Boah! Ich meine natürlich, nein, was? Alter, dieser Tobi, ne? Dieser Staubsaugerroboter, das ist unfassbar. Hallo. Ist ja egal, wir packen das ja eh alles in eine Kiste, ist völlig scheißegal. Bist du dir sicher? Jetzt grab doch da um die Rohstoffe weg, statt mir hinterher zu laufen. Grab die doch weg, was will ich mit Kupfer, wenn ich Eisen haben kann, hallo? Hä, aber Kupfer ist wichtig. Kupfer, Amerika, Kupfer Chameleon, kennst du? Kupfer, 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 Kupfer Chameleon, meinst du das? Hm, genau. Nee, kenn ich nicht. Achso. Ja, so. Dann nicht. Tut mir leid. So, dann. Oh, da hinten ist noch mehr Eisen in der Wand. Ja, hier ist auch. Also, Eisen werden wir hier, glaube ich, echt zugeschissen mit. Ich sehe das Eisen, Bobeisen. Oh, oh Gott. Hm? Okay, ja, die tun nichts. Sehr gut. Hoffe ich. Ich hoffe, das sind nicht so ein Monster wie bei dir, die nichts tun. Oh, hier, hier. Oh, Feuerbälle. Die Maus hinten. Klick, klick, klick. Das dramatische Klavier. Boah, Alter, weil ich einfach so Imba bin, Junge. Ja, das Schwert ist krass. Wo hast du das gefunden? Ich habe zwei davon in einer einzigen Kiste gefunden. Was? Ja. Hätten sie die nicht beide auf einmal nehmen können? Das ist doch nur eine Einhandwaffe. Weiß ich gar nicht, ob das eine Einhand ist, aber ich dachte mir, ich teile das fair auf. Ach so, ja, natürlich. Weil wenn ich zwei... two-handed. Siehste. Na, aber davon abgesehen, ich hätte dir sowieso die andere gegeben, weil... Ist halt so, ne? Ja? Ja. So, so ticken wir, Tobi. So ticken wir einfach. Mhm. Und auch wenn du äußerlich halt immer auf Arschloch und Ghetto machst und Drogen vertickst und Nutten auf die Straße schickst, bist du eigentlich netter. Ja, gerade deswegen bin ich ja nett. Ja, ja, deswegen behandeln dich auch alle so freundlich. Mhm. Weil sie dann in diese Rabattgutscheine für Nutten kriegen. Ach ja, Winterschlussverkauf. Boah, Terraplaneten auf diese Art und Weise hier in diesem Sektor sind echt mega. Das ist Hammer, die Rohstoffe sind mega, ne? Ja. Feier ich extrem ab, aber natürlich, so als Zuschauer wird's mich schon ankotzen, wenn die jetzt die ganze Zeit wieder an Planeten denken. Aber hey, das ist Starbound. Was willst du erwarten? Ja, Starbound muss man auch einfach lieben oder man hasst es, glaube ich. Ich glaube auch. Ist wie Call of Duty. Weil ich sagen muss, Call of Duty, ich finde das gar nicht so schlecht, wie alle immer machen. Ich habe keine Ahnung, ich habe da keine Meinung zu, weil ich muss zugeben, ich habe in meinem Leben bisher einfach nur die ersten beiden Teile gespielt, die ich extrem gefeiert habe und sehr geil fand. Ja, die ersten beiden Call of Duty, vor allem im Multiplayer, boah. Ich weiß noch... Gab's immer eine Map, die hieß Harbor. Weiß nicht, ob du das kennst, ob du dich daran erinnerst? Ich kann mich nur noch an so eine eingeschneite Stadt erinnern, die ich extrem geil fand im Multiplayer. Boah, der hat so Spaß gemacht. Puh. Ja, genau. Aber ich weiß halt nicht mehr, wie die hieß, ich weiß nicht mehr, ob das das erste oder zweite war. Das habe ich auf jeden Fall gesuchtet, wie blöd. Aber dann, es war nicht so, dass ich Call of Duty nicht mochte, bei mir fing halt das Programmieren dann irgendwann an. Und da habe ich halt mehrere Jahre einfach mal gar nichts mehr gespielt. Deswegen hatte ich ja mit Let's Plays und ursprünglich auch mit angefangen. Sodass ich mich quasi zwinge, weil ich in der Gaming-Branche gearbeitet habe, dass ich mich zwinge, die Games auch zu spielen, um mich auszukennen. Mhm. War das war bei mir fast so der gleiche Grund eigentlich. Du hast als Redakteur nicht mehr gespielt. Also du warst ja damals noch, oder? Nee, warst du schon Redakteur? Ich weiß gar nicht. Ich war so halbwegs Redakteur, aber das war halt echt einfach mehr... Das war schon ein Highlight, wenn man da mal ein Game zum Testen gekriegt hat, ganz ehrlich. Ist ja, das wirklich ja, weil so? Dennis immer alle behalten hat. Ja, das auch, nee. Aber ist halt echt so, dass du als Redakteur eigentlich erstmal damit beschäftigt bist, wirklich News zu schreiben und sowas halt. Ja, das macht man, indem man sich einfach Pressemitteilungen, ganzen Kappes zusammensucht die ganze Zeit. Und das ist, Genau. Ja, ich glaube, man stellt sich den Spieleredakteur doch ein bisschen romantischer vor, als es dann in Wahrheit ist. Ist wirklich so. Und du zockst als Spieleredakteur, auch wenn man das vielleicht meinen mag, aber du zockst halt wirklich echt am wenigsten. Also nicht am wenigsten, aber du zockst gar nicht so viel. Es ist mehr Arbeit, den Artikel dann am Ende zu schreiben, nachdem du 4 Stunden gespielt hast. Ja, vor allem, wenn du da so einen langen Artikel machst, sondern machst, das Miese ist ja, du machst so einen 10-seitigen Artikel, steckst dein Herzblut rein, hast wirklich alles analysiert und geprüft und dann irgendwie, ja, zu viel Text lese ich nicht. Ja, oder dann irgendwie sowas wie, auf Seite 3, Absatz 5 ist ein Rechtschreibfehler.
Was ist 10 Seiten Artikel oder so? Pass mal auf, du. Alter, das ist so demotivierend. Voll das Käseblatt. Ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, ich glaube, Redakteure, ich weiß noch, als ich jung war, jetzt fängt das wieder an. Nee, aber als ich. Der Zeigefinger wieder. Ja, genau. Nee, aber damals war das ja so, da gab es diese Online-Medien alle nicht, da gab es Printmedien. Und das war der einzige Weg, so Zeitschriften kaufen, war der einzige Weg, sich über Spiele zu informieren. Und die Gaming-Redakteure damals, das waren Helden. Heinrich Lennart und Kollegen, das waren wirklich Helden. So richtig Helden. Heute bist du als Redakteur, glaube ich, eher so Arsch. Heute betrachtet jeder als Arsch, weil mit Spielen Geld verdienen, ey, du hast nichts Anständiges gelernt, du Pisser. Ja, für die meisten ist das dann alles Bildniveau. Egal was, sobald man Rechtschreibfehler macht, seid ihr bei der Bildzeitung angestellt oder was? Ja, ich habe nicht 3 Jahre Haupt gemacht, damit ich hier so einen Scheiß lesen muss. Genau. Ach ja. Hast du was gegen Hauptschulen? Habe ich nicht. Meine Güte. Ich war auf der Schule. Das habe ich auch schon oft gesagt bekommen, ob ich was gegen Hauptschüler hätte. Das war so ein Blödsinn. Weil ich mal einen Witz drüber gemacht habe, obwohl ich ja selbst auf der Hauptschule war. Das ist echt, ja das du warst auf der Hauptschule? Ich war auf der Hauptschule, ja. Boah, Disconnect. Nee, ich habe auch tatsächlich nur einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Mehr habe ich nicht. Ach krass. Nee, ich habe. Spielt ja auch letzten Endes keine Rolle, ehrlich gesagt. Nee. Ich habe damals, bei mir war es ja so, jetzt erzähle ich wieder was Privates. Ich habe ja nach der Scheidung meiner Eltern, da war mir alles scheißegal. Auch in der Schule war mir alles, ich habe echt auf alles geschissen. Dann habe ich meine Arbeiten abgegeben, mit zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich quasi auch am Ende der Realschule, 10. musste ich wiederholen, am Ende der Realschule hatte ich dann nicht mal eine Hauptschulempfehlung, sondern bin dann auf so eine, wie hieß denn das? Berufsfachschule. Das war ach, die so, Dinger, ja, ja. Genau, für Leute, die nicht mal die Hauptschule geschafft haben. Auf sowas bin ich dann draufgegangen und habe dann da über mehrere Jahre meinen Realschulabschluss nachgemacht und bin dann darüber aufs Gymnasium und das habe ich abgebrochen. Weil es mir zu dämlich war, einfach. Berufsfachschule gibt es heute aber tatsächlich auch noch. Allerdings ist das heute für die Hauptschüler, die quasi ihren Realschulabschluss nachmachen wollen. Also es gibt es tatsächlich immer noch. Ah, okay. Ja gut, bei uns war es ja damals ähnlich, nur halt, das war nicht nur für Hauptschüler, sondern auch für Leute, die halt... Sagen wir für Leute, die nicht sehr motiviert waren in der Schule bislang und noch irgendwie versucht haben, so letzten Rettungsanker auszuwerfen. Mhm. Von denen war ich sozusagen einer. Immer sehr rebellisch. Und dann bin ich wegen meiner Mutti, bin ich aufs Gymnasium. Eigentlich wollte ich ja einen Job suchen und so. Meine Mutti hat gesagt, geh unbedingt aufs Gymnasium und so weiter. Dann habe ich mich da halt beworben, hatte ein super Zeugnis, also wirklich fast nur einzeln alles drauf. Und deswegen haben sie mich beim Gymnasium dann schon vorgezogen. Und dann war es ein Wirtschaftsgymnasium und ich dachte, lerne ich Wirtschaftsdinge, aber das war einfach nur so ganz allgemein mit Chemie und allem, wo ich halt wusste, ich werde es niemals brauchen. Und deswegen habe ich dann halt, ich habe mein Fachabi gemacht, dann habe ich abgebrochen und wollte mich bewerben, war ein halbes Jahr arbeitslos, wer will schon Abbrecher einstellen, ich konnte nicht untätig rumsitzen und dann habe ich mich aber selbstständig gemacht. Das war ja, so. Ja, das ist das Beste, was man machen kann, wenn man, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich weiß, was man machen soll, aber wenn man halt wirklich sich mit dem versucht, selbstständig zu machen, was man gerne macht. Genau, und das hat ja zum Glück auch geklappt, es ist ja auch anders gelaufen, war ja nicht immer alles so rosig, habe ich ja, glaube ich, schon im letzten Rutsch erzählt, also im Alten, da ist ja viel passiert. Aber zum Glück kriegt man, wenn man bereit ist zu kämpfen, glaube ich, hat man die Chance, doch die Kurve zu kriegen. Ja, genau. Man muss es halt auch wirklich nur 100% angehen und auch durchziehen, das ist es einfach. Genau. Das ist dann vollkommen egal, ob du jetzt einen Gymnasiumabschluss hast oder nicht. Wie es ja immer so schön heißt, es kommt gar nicht drauf an, wie oft man auf die Fresse fliegt, sondern wie oft man wieder aufsteht. Ja, so. Ist sehr schnulzig der Spruch, aber ist halt echt so. Jo. Sehe ich das hier richtig, was ich hier gerade sehe? Nee, doch nicht. Schade. Das Schlimmste, finde ich, was man machen kann, ist, dass man irgendwie, ja, wie du schon sagst, Gymnasium macht, damit man was in der Tasche hat, so nach dem Motto. Irgendwas, was einen halt echt null interessiert. Ja, und ich wusste halt, ich werde in meinem Leben nie wieder Chemie brauchen und nie wieder dies, nie wieder das. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, irgendwie die Zeit noch zu sparen und stattdessen lieber irgendwie was Sinnvolles zu machen. Gut, letzten Endes, das halbe gesparte Jahr hat sich dann eigentlich nur dafür gelohnt, abgelehnte Bewerbungen zu haben. Aber selbst die Bewerbungsgespräche, das war auch eine Erfahrung halt, die man mal gemacht haben sollte. Ja, auf jeden Fall. Ich hab zum Glück immer den Vorteil gehabt, wenn ich nervös bin, fange ich an, viel zu quatschen. Die Leute denken dann immer, ich bin super locker oder nehmen das gar nicht ernst oder sonst irgendwas. Aber in Wahrheit bin ich dann einfach nur nervös und fange an, diese Nervosität zu überspielen, indem ich halt viele Witzchen mache und tralala.
Deswegen kam das mit den Vorstellungsgesprächen vielleicht ganz gut, aber ich glaube, die Leute haben gedacht, ich nehme das vielleicht nicht ernst oder bin zu kumpelhaft oder keine Ahnung. Aber so bin ich halt. Ja, es ist aber gut. Ja, ich mag das eigentlich auch. Das Schlimme ist halt auch, die ganzen Chefs in den ganzen Firmen, du musst genau perfekt sein. Du darfst nicht zu viel reden, du darfst nicht zu ruhig sein, du darfst nicht das, du darfst nicht jenes, du musst genau perfekt in das Bild passen. Das finde ich immer so furchtbar. Ich finde das so blöd. Also ganz ehrlich. Wenn du ein Gramm zu dick bist, dann hast du auch schon verloren. Das verstehe ich aber eh nicht. Das habe ich nie verstanden, so mit diesen Äußerlichkeiten. Ja, viel mit Kundenkontakt und bla bla bla. Aber dem Kunden ist es doch scheißegal, ob da jetzt, weiß ich nicht, ob da Brad Pitt vor denen sitzt. Der Kunde will ja das Gefühl haben, dass der Typ Ahnung hat von dem, was er sagt. Naja, vor allem, wenn ich mir halt dann so manchen Kunden auch angucke, den man in einigen Läden so bedient. So eine Rewe zum Beispiel oder so. Da kommt dann Harry vom Block und dann... Boah, ich weiß noch, als ich halt Webdesign angeboten habe und so, wie man dann teilweise den Leuten... Boah, das war so eine Katastrophe. Du arbeitest Leuten monatelang hinterher und dann irgendwie machst du Webdesign, pipapo, alles super aufwendig und dann kommt einfach nur, kann ich das mal in grün sehen und so ein Scheiß. Weißt du, und da, boah, da hatte ich immer den Horror vor. So, wo bist du hier? Wo bist du hier unterwegs? Das sieht interessant aus. Ich höre nichts. Was? Oh. Oh. Mist, Lexbike. Mag diese Lampen immer. Ja, ich auch. Vor allem, weil da Geld drin ist. Du zerstörst die ganze schöne Atmosphäre mit diesen Lampen. Was quietscht da so? Tote. Es ist ihre Stadt. Boah, diese Steine hier sind mir aber echt zuwider gerade, dass mir... Boah. Nicht auf meinem Niveau, ey. Die Steine sind dir zu... Welche Steine denn? Diese Festen da drüben. Diese gemeißelten. Ja, ich habe mich da Ewigkeiten gerade durchgegraben. Das hat Ewigkeiten gedauert. Das habe ich aber nur gemacht, damit ich hier die Stadt auseinandernehmen kann. Ach so, das ist eine Stadt? Ja, das sind diese Mini-Häuser. Kennst du das nicht mehr? Nee. Diese Mini-Lampen und Mini-Häuser. Jetzt sind nur noch welche unter Wasser übrig und ich würde mich sehr beeilen, wenn ich du wäre. Mhm. Guck hier, das sind doch diese Mini-Häuser. Kennst du die noch? Ja. So, jetzt habe ich auch mal wieder 2000 Pixel. Ich glaube, ich kann mir eine super Rüstung machen. Ich habe 1500, aber das ist okay. Ich glaube, das reicht ja auch. Oh, und hier sind noch Diamanten. Die nehme ich natürlich noch mit. Fürs Team. Für das Team. Natürlich. So. Ah, ja, Diamanten müssen wir auch noch sammeln für Diamantspitzhacken, mein lieber Freund. Haben wir nicht schon genug, dass wir uns beide eine machen können? Ich glaube, wir hatten noch nicht so viel. Wir haben ja in diesem Level 1-Dingens, da haben wir nicht so viel gefunden davon, glaube ich. Ruhen! Was denn? Wie diese Kacke da. Das dauert mir zu lange. Ja. Nein. Was genau passiert da gerade? Bist du wieder runtergefallen? Ja. Jetzt hängt ein Knödel da, von dem ich nicht hochkomme. Red doch bitte nicht so über Rainer Kallmund. Ganz mies, ganz heiß. Was? Du siehst sehr gesund. Gleich von uns. Was denn? Du siehst sehr gesund aus, wollte ich gerade sagen. Ich war noch nie so gesund. Ich war noch nie so gesund wie heute. Was? Da werde ich nie eure Dead Space Odyssey vergessen.
Das war auch ein Highlight einfach. Das war echt ein Highlight. Das, ja, und also wenn es irgendwann mal einen Rückblick von euren Kanälen gibt, das muss drin sein. Ich war noch nie so bereit wie heute. Vor allem, wir waren so übermüdet nach, irgendwie 12 Stunden Aufnahme, 10, 12 Stunden, keine Ahnung. Habt ihr auch vor irgendeinem Trip aufgenommen gehabt, ne? Genau, genau. Und wir wollten das halt noch durchspielen unbedingt. Und dann hat sich das gezogen und gezogen und gezogen und oh, das ist aber lieb von dir. Ist dein Ernst? So. Oh. Warum lachst du? Ne, nur so. Bitte geh doch. Bitte verlass doch mal diesen See. Ich möchte nicht, dass du an Atemnot stirbst, Tobi. Deine Gesundheit ist mir wichtig. Hast du noch Fackeln? Nein. Ich hatte nur keine Zeit, welche dran zu machen. Weil du so gierig bist. Wieso ich? Weil du so schnell bist. Oh. Na? Ist dein Ernst? Viel Spaß. Glück wollte der dich haben. So, jetzt wird's aber langsam. Ich meine, wir haben eh genug. Warum machen wir das eigentlich? Weiß nicht, ob ich genug habe. Ich habe noch nicht genug. Wie? Boah, du bist voll geldgeil. Ich bin ja auch auf YouTube. Ach so. Ehrlich? Da kommt jetzt der wahre Karre. Ich meine natürlich. Ja. Was denn? Hui, boah. Was denn? Die Frames gerade. Ich mach gerade Kies kaputt. Ach so, ja, ach du auch. Boah, der arme Server. So, oh, es wird kalt, glaube ich. Nee, jetzt wird's wieder wärmer. Hä? Ich glaube, oben ist es gerade kalt. Ah, ich sehe dich gerade Kies kaputt machen. Lischer Kies. Ja, kannst du nicht mehr viel kaputt machen, glaube ich. Das hast du gesagt. Ja, ist leider sehr traurig. So. Okay. Und wie geht's dir sonst so? Gerade gegen ein Monster. Ja. Aber mit der neuen Waffe ist das doch super, oder? Ja, Problem ist, ich habe fast kein Leben mehr. Ach so. Ey, du hast voll kein Leben. Oh, ich bin gerade voll in der Zwickmühle. Ich würde dir gerne helfen, aber du musst langsam lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Toll. Voll der Teamplayer. Alter, hör mir auf. Okay, der Planet ist super. Huch, hallo? Sollten die Frames gerade einbrechen? Ich kann nichts dafür. Huiuiui, wie sieht's aus? Schaffst du? Ja, ja, muss ja, ne? Dann ist gut. Alter, hör mir auf. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Hab ich gerade noch was gesehen? Runter. Der sieht mich aber nicht, weil ich eingegraben bin. Das ist ja auch krass. Cool. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Nee, ich wusste das auch nicht. So, noch ein bisschen Röhrchenstoffen. Noch ein bisschen Rohstoffe hier einsammeln. Ach ja, das Farmerleben macht schon Spaß. Vor allem halt bei Kies und sowas, ne? Das ist immer mega cool. Ja, ja, super geil. Ich muss aber sagen, langsam habe ich hier echt schon ein bisschen mehr Frame-Ausfälle als vorher noch. Ja. Alter! Wie viel waren das jetzt? Ach, 76 Pixel, das geht ja noch. Bist du
du ein kleiner Pixelsuchti? 112 Pixel, na, das geht ja noch. Ich darf davon nicht den Weg zurück vergessen. Boah, Alter. So viel Gold es hier. Es gibt aber keinen Weg zurück. Hier ist so viel Gold, aber das ist alles in diesen komischen weißen Steinen drin. Was wir für ein Schwein haben, dass wir hier diese komischen Pixel-Dinger gefunden haben. Gerade da, wo wir Pixel brauchen. Schon ein bisschen unverschämt, ne? Ja, eigentlich ja. So, 114, 132 Pixel, wow. 139, 174. Oh. Hm? Ich bin tot. Was? Ja, das war irgendwann klar. Ich hatte die ganze Zeit nur noch 2 Lebenspunkte und habe keine Bandagen mehr gehabt. Ach, Alter, ich hätte dir doch welche geben können. Ich habe noch, naja, 9. Sind jetzt nicht mega viel, aber ich hätte dir vorhin welche geben können. Du bist vor mir weggelaufen. Ja, aber das ist ja normal. Ja, aber das ist, ich mach das nicht mehr mit. Ich bin einfach schüchtern, weil deine männliche Ausstrahlung, deine weibliche Ausstrahlung. Aber das Gute ist, ich kann das hier oben alles einsmelten und kann mir schon voll die Rüstung bauen. Das ist total imbar. Hm. Außerdem kann ich die ganzen Kisten vollrahmeln. Voll was? Vollrahmeln. Ah, okay. Du wolltest also deinen Müll überall abladen. Im Rahmeln. Aber warum heißt das so? Weiß ich nicht. Achso, ich dachte, das hat jetzt irgendwie so einen spezifischen Background, den ich irgendwie noch nicht kenne. Oder vielleicht auch doch. Du solltest ihn kennen. So, Alter, was ist denn hier los? Brauchen wir eigentlich Clay? Nee, ne? Überhaupt nicht. Jetzt Brutus Clay? Ich kenne nur Cassius. So, warte. Lalalala. Ist das auch wieder so ein Sportler? Das ist ein Wrestler gewesen, ja. Also ist ein Wrestler, ja. So. Ach Mann, ey, wieso sammle ich... Ich sammle die ganze Zeit trotzdem noch Rohstoffe. Das ist echt furchtbar. Einfach nur, weil die so viele... auch nicht hängen lassen will. Das ist, ja, weil die, es gibt hier auch so viele davon. Oh, Alter, so viel Gold. Oh. Ich wünschte, das würde ich im Harz finden. So ein Harzer Krunk. Ja, also wenn es da so viel Gold gibt, dann wäre ich auch Harzer. Das kannst du aber wissen. Boah, ich... Überhaupt hier alle Rohstoffe der Welt sind hier. Alle. Oh, ich wurde der Steam-Gruppe Die blutenden Seeräuber eingeladen. Ja, die blutenden Seeräuber, das... Stimmt, eine weibliche Truppe. Also wenn man schon eine Steam-Gruppe macht, warum nennt man die nicht die blutenden Seeräuber? Vielleicht haben die Damen ja keinen Tampon dabei. Tampon? Tampon. Tampon? Tampon. Ich bin mehr so der japanische Typ. Tampon? 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 Der japanische Typ, der wird das wahrscheinlich noch ausschlürfen oder so. Aus dem Automaten. Ja. Ist echt ekelhaft. Frisch gezapft ab Quelle. Ach Gott. nicht von mir, von den Japanern. Nehme ich nochmal mit. Verschwindet das Gold hier eigentlich? Nee, das habe ich glaube ich gerade aufgesammelt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Was ist eigentlich das Lagerfeuer hin? Ist das hier weggenommen? Nein, vielleicht, ja, nein. Wieso? Wer will das wissen? Niemand. Okay. Ich dachte schon, da kam der Inspektor vorbei jetzt. Nee. Ah, hier war das. Hier wollte ich hin. Ho, 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 ho. Fröhliche Weihnachten, Kinder. Ich muss mal ganz kurz hier nochmal schnell. Nicht die noch. Boah. Na, alter Schwede. Also rohstoffmäßig, ich bin so eine Rohstoffhure hier einfach. Ey, Hude, du Hude. Ur. Ur, dur. So, aber. Holz? 13 Diamanten. Oh, das sind nur 3 Diamanten insgesamt. Machst du gerade was mit Diamanten? Mit den teuren Diamanten, die wir zusammengesucht haben? Was? Tobi?
Hm? Weiß nicht, was du meinst. Was machst du da mit Diamanten? Nichts. Du weißt, dass wir die zusammen gesammelt haben? Mach nichts mit Diamanten, wir haben ja nur 3. Ach so, das ist ja nicht so viel. Nee. Aber du hast wahrscheinlich noch 10 in deiner. 10.000 in deinem Rucksack, hm? Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt, wie viel ich gesammelt habe. Nein? Boah, Alter. Uiuiuiui. Bist du dir sicher? Ich kann gleich mal gucken, wenn es dich beruhigt. Ja. Ich muss nur kurz die Diamantenspitzhacke weglegen. Mit meiner Diamantenkleidung. Wo bin ich denn hier bloß? Warte, ich schau mal ganz kurz, wie viele Diamanten kann ich das hier überhaupt sehen? 25 habe ich da nur. Achso. Aber es sind halt Rohdiamanten, ne? Naja, ich glaube, 5 Stück brauchst du für einen Diamanten. So wie du einer bist. Mir ist schlecht. Tobi, du bist ein ganz wertvoller Mensch. Ist doch egal, was die anderen sagen. Auch wenn die alle auf dich spucken und dich hassen und über dich lachen. Du bist ein ganz wertvoller Mensch. Und das mit dem Lesen und Schreiben, das lernst du halt, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Du bist halt ein bisschen langsamer als andere Kinder. Aber das ist okay. Du bist ein Individuum. Das macht dich so wertvoll, Tobi. Hm? Aha. Und jetzt setz den Helm auf, bevor du dich an den PC setzt. Überprotektive Eltern. Ich möchte, dass du dir dieses Kondom überziehst, bevor du im Internet surfst. Überprotektive Eltern. Was? Ich hab keine Ahnung. Oh, der greift mich an. Oh nein. Boah, mit einem Schlag tot? Echt krass. Also nicht er. Überproduktive Eltern. Überprotektive Eltern. So. Haben wir denn nichts Schrankähnliches hier, sag mal? Ich hab Kisten, habe ich glaube ich noch in den Dingens gelegt, in den Bordcomputer. Kisten, da tut ja jeder seine Sachen rein. Das muss man was Besonderes sein. Wieso? Hast du, was hast du denn da jetzt Besonderes gesammelt? Ja, unsere Rohstoffe. Ein Bild von der oben. Ach so. Ja, dann nimm doch dann so eine grüne Kiste, so eine Special-Kiste. Ich habe eine Idee. Oh oh. Was denn? Idee. Ich dachte, jetzt kommt's, Dicke. Jetzt kommt's, Galli. Kommt die Wittler gleich wieder im Fernsehen oder was? Das wäre so eine geile Werbung. Jetzt kommt's, Dicke. Tine Wittler. Ich glaube, die wird das sogar noch mitmachen. Ja, ich glaube nicht. Die mochte die ganzen Witze über ihre Vollleibigkeit nicht. Nee? Damit konnte die tatsächlich nicht so um. Dann soll sie weniger essen. Nein. Naja, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, glaube ich, ob man jetzt so einen kleinen Zwinkerbeleidigung macht oder sowas. Oder ob dann Leute wirklich richtig beleidigend werden. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Du kennst das ja aus dem Internet. Ja, klar, natürlich. Das kennt man ja. Gerade Menschen wie du werden ja sehr häufig im Internet beleidigt. Was? Alter, was ist das für ein geiler Spruch? Das muss ich mir merken. Das ist total geil. Ach, schön. Also ich fand das beleidigend. Ja, natürlich. Voll geil. So. Entschuldigung. Schäme ich mich ein bisschen für die Aussage, aber ich fand die gerade lustig. Hm. Hm. Naja, dann. Boah, Alter, schon wieder dieser Steinewerfer. Huch. Oh. Es ist sehr dunkel geworden auf dem Planeten. Bist du schon auf dem Planeten? Ja. Na, super. Jetzt greift mir hier so eine komische Kackbiene an. Hummel. Ich dachte mir, hast du den schon umkreist? Nee, ne?
Nee. Das wollte ich mich gerade machen, so ein bisschen. Hier so ein bisschen rumlaufen dann einfach. Kannst du ja noch mal aufs Schiff kommen und wir machen das in der nächsten Folge zusammen. Ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit, ja. Wie lang ist die Folge bis jetzt? 34, 35. Ja, da haben wir doch noch 20 Minuten Zeit. Ja, dann hätten wir das zusammen erledigen können. Gut, machen wir zusammen. Ich bin dafür. Warte, ich muss nur kurz hier weitergehen. Na klar. So. Ich suche eine Stelle, wo ich hochbeamen kann. Ich habe hier gerade Signalstörungen noch. Ach krass, hier sind wir runtergegangen. Hier ist, oder du bist hier hochgekommen. Ich weiß, nee. Ich bin ja gestorben. Warte mal, ganz kurz. Hier ist Sand und hier ist eine Fackel in der Höhle. Hier muss einer von uns gewesen sein, aber der hat den Sand hier einfach nicht weggebuddelt. Warum? Was ist da los? Das musst du gewesen sein. Das kann überhaupt nicht sein. Wenn da Sand ist, dann buddel ich den. Buddel ich den? Na gut, Rohstoffe sind jetzt... Ah, hier, da wenigstens ein bisschen Kobbel. Bronze. Bronze? Bronze. Huch. Was denn? Nichts. Bist du wieder geil? Ja. Wie macht man denn nochmal Steel Bars? Lieber Herr Onk? Mit Onk Silber, Herr mit Silber, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Silber, ja, gut, dann schnappe ich mir das Silber. Ja? Was machst du da? Nichts. Was brauche ich da nochmal für? Boah. Ach ja, Steelbar. Iron braucht man dafür und Kohle. Ach so. Was machst du denn da? Nichts. Was genau ist nichts? Einfach nichts. Man braucht also Iron dafür und Kohle? Mhm. Wofür genau? Für Dinge. Ich habe Dinge gesehen. Wieso gehe ich eigentlich immer noch den Planeten ab? Ach ja, weil du da oben illegale Dinge tust ohne mich. Weil du nicht willst, dass ich dir dabei beiwohne. Huch, Alter, hier ist gerade voll neblig geworden. Ja. Boah. Alter, es ist richtig neblig. Ich sehe kaum noch was. Ach nee, es ist nicht neblig. Oh, ich bin wieder hier im Dorf. Es ist nicht neblig geworden, ich bin gerade fast erfroren. Oh, das tut mir natürlich sehr leid. Ah, gut, dass hier ein Feuer ist. Ja, das stimmt. Na? Wieso eigentlich? Bist du nackt? Ich sehe, du warst schon fleißig. Okay. Steamer, ja. Du hast also keine Zeit verstreifen lassen, um hier sofort, Was denn? Na, um hier sofort, dir Sachen zu craften? Vielleicht? Okay. Müssen wir ganz kurz. Okay, warte, bevor wir die Folge beenden, also das muss ja alles seine Richtigkeit haben. Boah, Alter, ich bin voll gepfropft mit irgendeinem Scheiß hier. Also wenn du Steelbars brauchst, ich hab dir auch welche mitgemacht. Ach, ich hab schon, danke. Steelbars hast du bestimmt nicht. Steelbars habe ich nicht. Ich habe 163 Steelbars, dankeschön. Was? Ich habe 163 Steelbars, dankeschön. Achso. Ja. Und ich dachte, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, wenn ich jetzt vielleicht im Zuge dessen... Es ist aber sehr lieb von dir, vielen Dank, vielen Dank. Ja, wenn ich im Zuge dessen jetzt
ich muss ganz kurz, Hirschel muss mal wieder. I. 83 Jahre alt und streckt mir zur Begrüßung morgens immer noch das Köpfchen entgegen. Alter. Was denn? Das ist echt eklig. Das habe ich aber gerade nur zitiert. Wer sagt sowas denn? Arthur Spooner. Ach ja, genau, stimmt. So. Was denn? Wunderschön. Oder? Kann man anbieten. So, und jetzt, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Die Backstreet Boys. My heart on fire, la la. Desire. Na, na, de, de, de. I want it that way. Tell me now. Alter. Kennst du den Text auswendig? Auswendig nicht, aber also den Anfang hätte ich jetzt gekonnt, aber ich, nee. Ich weiß das leider auch überhaupt nicht. Weil ich das Lied sehr schön finde, muss ich sagen. Ich finde das auch sehr cool, pass auf. Also, es ist halt Backstreet Boys, aber... Warte. Nee, war das? Warte. Also, boah, scheiße, was hab ich denn hier? Das ist ja alles noch aus der alten Staffel hier, ne? Hast du das tatsächlich alles noch drauf? Ich hab das alles noch. Wo ist denn das hier? Auch ganz komische Sachen. Aber ich suche natürlich was anderes. Boah, das ist einfach zu viel hier gerade auch. Maria, Maria! Black Hole Sun, won't you come? And wash away. Wanderlust Battle. Aha. 30 Millionen Wanderlust-Titel. Ja, die habe ich auch alle drin. Die sind jetzt aber neu, ne? Ich kenne die auch nicht, ja. Wo habe ich das denn, verdammt? Ich war ja verdammt, wie hieß das nochmal? Ich kann natürlich auch nichts sagen, weil ich sonst vorsagen würde. Aber wir können natürlich auch das hier. Ach hier, ach genau, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh Gott. Wir spielen oft zusammen. Jeden Tag zusammen. Starbound. So, ja, was? Das kenne ich noch, genau. Was? Wieso? Woher kennst du das? Das hast du schon mal getrellert. Komisch, ich kann mich hier gar nicht dran erinnern. Ach ja, ich bin der Hirschel. Warte. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Sprich lauter, mein Sohn. Was? Was? Rock'n'Roll. So, ja, wollen wir müssen auch langsam aus der Folge raus, ne? Ich glaube auch, sonst verprügeln uns die Leute. Ich glaube auch, vor allem, weil wir machen am Ende machen wir dann nur Dummheiten, die überhaupt nicht zur Sache beitragen. Ja, das stimmt. Aber das Lied gerade eben nochmal, das war schön. Warte. Ja, das ist ein ähnliches. Ich würde dir gern sagen, wie toll du bist. Und seit dem Update auf Linux mag ich dich. Du bist die Schraube. Boah, ich kann das gerade nicht, weil ich lachen muss. Kennst du das? Nee. Worte sind dafür nicht gut. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. La 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 la. Kennst du das nicht? Nee, ich kenne das nicht. Ein Unglück geschieht, dafür kann ich nicht garantieren. Und alles nur, weil ich dich liebe.
und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß... Ich bin, glaube ich, falsch. Unsere Liebe ist und bring mich für dich um. Oder bring dich für mich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, nee, ich kenne das tatsächlich gar nicht, nee. Die Toten Hosen, alles aus Liebe, was? Was? Die Toten Hosen, ja, von denen habe ich bis jetzt, also ich finde von denen nur ein Lied gut. Tatsächlich, und? Oder zwei, ja doch, warte, zwei Lieder. Aber das Lied ist auch eins davon, die sollte man gut finden. Wie gesagt, ich muss mir vielleicht mal das Original anhören, weil gerade das war ja nix. Das war das Original. Ich habe gerade ein MP3 abgespielt. Oder muss ich den Campino aber mal anrufen. Fragen, was das soll. Boah, bei Campino muss ich mal an die Bonbons denken. Kennst ja, du die? Diese roten. Oh, ja, diese Fruchtbonbons, super lecker. Das stimmt. So, was machst du da eigentlich? Machst du Streckübungen? Ja. Uinga, 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 uinga. Einfach so auf meinen Arm. Mein Arm ist müde. Ich hängen. Oh. Warte, kann man hier Räuberleiter machen? Was denn? Oh, warte. Warte, ich versuch's aufzuhängen. Ja, achso, Endscreen müssen wir auch noch machen. Da müssen wir auch noch quatschen, Tobi. Warte mal, der kommt da hinten angeflogen. Guck mal. Oh nein. Was? Da drüben? Oh, da ist er. Guck. Ach, hör auf. Oha. So, da bin ich wieder. Du musst das jetzt aber bitte auch mit dem Effekt machen, ja, das weißt du. Ja, hab ich doch. Ich bin doch gerade wieder rangeflogen, sozusagen. Ja, Endscreen. Ach Mist, letztes Mal haben wir schon einen kurzen Endscreen gemacht, ne? Ja, ich wollte auch gerade sagen, aber das können wir nicht nochmal bringen, glaube ich, oder? Scheiße, was können wir denn jetzt machen im Endscreen? Weiß ich nicht. Tschüss.